Hallo, ich melde mich gerade aus dem Schneiderraum und beim Durchsicht der nachfolgenden Folge ist mir aufgefallen, dass sie leider nur mit 6000 Kilobit aufgenommen wurde. Normalerweise habe ich 15.000 Kilobit eingestellt, aber diese Folge ist leider nur mit 6000 Kilobit aufgenommen worden. 15.000 mache ich immer, damit das Bild gestochen scharf ist. Und OBS hat sich wahrscheinlich so gedacht, nö, heute ist 6000 Kilobit Tag, deswegen nehmen wir nur mit 6000 Kilobit auf. Auf jeden Fall kam ein Update und ich vermute einfach mal, dass deswegen die Umstellung war, beziehungsweise, dass ich da irgendwas resettet hatte. Die letzte Folge vom Planet Coaster Vorstellung, also letzte Woche Sonntag, ist auch mit 6000 Kilobit aufgenommen worden. Tut mir wirklich leid und ich hoffe einfach, also ich habe jetzt alles gefixt und ich hoffe einfach mal, dass die nächste Folge, nächste Woche Sonntag, dann wieder gestochen scharf sein wird. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der nachfolgenden Folge nach dem Piepton. Bis dann. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zu einer Planet Coaster. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich präsentiere Leute Paylantos Cities of Dreams aus dem Steam Workshop. Download den Link findest du natürlich in der Videobeschreibung. Erstellt wurde ganz davon. Combat Wombat hat aktuell 5 Sterne von 166 Bewertern und wurde am 8. Februar 2020 hochgeladen. Da bin ich ja auf jeden Fall sehr früh dran. Und Combat Wombat ist ja kein ungeschriebenes Blatt auf diesem Kanal. Wir haben schon einige exzellente Bahnen von ihm präsentiert. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass es hier sich nicht um einen Blueprint handelt. Denn ich wüsste nicht, wie ich das ganze Terraforming und Wege und alles machen müsste. Ich hatte mir die Screenshots angesehen, hatte so ein bisschen Panik in den Augen. Und das Geilste überhaupt ist, es sind keine Tool-Creation-Set-Dinger vorhanden. Heißt aber trotzdem, du hast eine sehr lange Wartezeit oder Ladezeit und ich hoffe einfach mal, dass mein Rechner das noch so packt, weil aktuell habe ich 27 Frames im Ruhezustand. Also ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Wir könnten ja mal ein bisschen rauszoomen und schauen uns das ganze Ding einmal an. Ja, ist schon sehr, sehr, ja, ist mächtig. Ich würde sagen, ja, die Frames gehen auch gerade in den Keller bei 38 Frames, aber ist ja bei Planet Coaster keine Seltenheit. Und ich bin jetzt einfach mal, ich bin tatsächlich auf die Bahn gespannt. Uhrzeit ist eingestellt auf 11.15 Uhr. Absolutes No-Go. Absolut. Nein, wir müssen hier auf 10 Uhr natürlich stellen. Und ich drücke jetzt einfach mal auf Play, auf dass mein Rechner jetzt gleich sagt, tschö, tschüss. Mach's gut. Ich hab Urlaub. Okay, ciao. Oh mein Gott, ey. Okay, aber es geht noch. Also es geht noch. Es sind noch 19 Frames. Ja, das ist für Planet Coaster okay. Tatsächlich. Anderen Spielen wirst du sagen, ich deinstalliere das, gib das zurück. Bei Planet Coaster sagst du 19 Frames. Wow, ey, das ist Granate. Also da können wir ja noch eine Schippe draufpacken. Also ja, es sieht schon sehr, sehr gut aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es sieht schon sehr fantastisch aus. Ich hatte ehrlich gesagt dieses Projekt schon sehr, sehr lange in den Augen. Ich habe Auge gemacht. Und wollte es schon sehr lange präsentieren. Es ist ja nicht umsonst schon am 8. Februar veröffentlicht worden. Und ich weiß gar nicht, wann ich das abonniert hatte. Auf jeden Fall hatte ich mir jetzt gedacht, jetzt ist die Zeit. Jetzt werde ich es präsentieren. Und schicke dann meinen Rechner in Urlaub oder beziehungsweise in Ruhestand, weil der dann irgendwie abbrennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Oh, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Es ist eine Augenweide. Es ist wirklich ein Kunstwerk. Und Combat Wombat, wie gesagt, ist ein Garant dafür, großartige Bahnen zu bauen, großartige Attraktionen. Und ich würde sagen, ich weiß gar nicht, wo der Eingang hier ist. Muss man hier einfach runterspringen oder wie ist jetzt der Plan? Wie sieht das aus? Wie kann ich in die Stadt der Träume? Pilantos ist übrigens eigentlich ja so ein, ja ich weiß gar nicht, so ein Workshop im Fitnessstudio. Kennst ja, den Pilantos-Kurs, ne? Und auf jeden Fall, ich glaube, dass da hier nur durchtrainierte Menschen hin dürfen und deswegen darf ich da nicht hin. Das ist das Problem. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo der Eingang hin ist. Ich weiß was, ich gehe jetzt einfach mal hier unten hin. Ich denke mal, hier sind wir richtig. Hier kommen die sehr trainierten Menschen rein. Jawohl. Und es sieht so verdammt gut aus, alter Verwalter. Ich würde persönlich gerne wissen, wie lange war diese Bauzeit und muss ich irgendwas runtergeladen haben? Ich gucke mal ganz kurz nach. Nein, es ist kein Link vorhanden in der Beschreibung. Wie gesagt, ich gucke immer den Link nachher oder beziehungsweise manchmal auch gar nicht. Und man muss hier nichts runterladen. Nö, irgendwelche Add-ons oder irgendwelche, weiß nicht, Copyright-Musik. Nein, es ist alles Blanco Vanilla. So, hier haben wir ein eingebettetes, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Eierriesenrad? Heißt das so? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist ein bisschen Steampunk-like. Ein klein bisschen nur. Und es sieht aber verdammt gut aus. Auch wie das hier so eingebettet wurde. Gefällt mir echt gut. So, und dann läuft man hier, naja, ich sag mal, dezent gehaltenen Eingangsbereich. Alter Verwalter, ey. Ja, es sieht,
Ich kann mich oft genug wiederholen. Ich mache das auch sehr gerne. Es sieht fantastisch aus. Es sieht, um Winnie Pooh zu sagen, fantastikerisch aus. Es sieht wirklich... Kommt knapp an meine Bauten dran. Also ganz ehrlich, ja. Das ist schon opulent. Kann man gerade nicht behaupten. Hier haben wir auch... guck mal. Hier haben wir auch ein Karussell. Und sowas mag ich, wenn diese Attraktionen, die Kirmesattraktionen, in Gebäude eingebettet sind. Oder beziehungsweise man sieht die nicht auf den ersten Blick. Finde ich immer sehr, sehr toll, wenn man sowas entdecken darf. Und manchmal übersehe ich solche Sachen. Ja, dann schreibt ihr mir gerne, in den Kommentaren. Ey! Lumpi, du hast da was vergessen. Du hast was übersehen. Finde ich auch sehr gut. Aber im Nachhinein denke ich mir, Mist. Hätte ich das mal direkt gesehen. Weil dann hätte ich nicht diese Rüge bekommen. So, hier haben wir auch einen Wasserfall. Das ist aber nicht realistisch. Ein Wasserfall, der hier runterfließt. Das verursacht doch normalerweise Schimmel, oder? Oder zumindest Moos. Das ist nicht realistisch. Also gar nicht realistisch. Oh, nee. So, die sehr durchtrainierten Leute, siehst du hier rumlaufen. Und ich bin ehrlich gesagt echt überfordert gerade. Alter Verwalter. Der hat was auf dem Kasten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich auch neidlos zugestehen. Da ziehe ich auch gerne meinen Hut immer. Nee, ziehe ich gar nicht, weil hier ist total unsauber gearbeitet worden. Also diese Überschneidung geht gar... So, ich würde sagen, wir begehen uns langsam zur Hauptattraktion. Und ich bewerte das jetzt nicht als Park, sondern als Attraktion. Also als diese Attraktion hier, die eingebettet ist in diesen, ja, Stadt der Träume. Und bislang, was ich sehe, es ist wirklich sehr, sehr traumhaft. Und ich bin wirklich auf die Fahrt gespannt, vor allem auf den Nachtmodus, bin ich nachher gespannt, was uns da so erwartet. Hier haben wir noch ein paar Shops. Shopsui gibt's da. Und hier haben wir dann noch mal ein paar Blumen. Oh, die sehen auch sehr gut aus, ne? Es sind, also für Planet Coaster Neulinge, die würden sagen, ja, ist ein Blumenkübel, ne? Aber es sind so viele Materialien hier verbaut worden, wie beispielsweise der Blumenkübel, dann die Blumen selber. Dann hier unten 1, 2, 3. Auf der anderen Seite ist auch noch 1, 4. Dann haben wir hier nochmal eine Kunstform. Hier haben wir nochmal einen Sockel. Hier haben wir einen Sockel. Also es sind sehr, sehr viele Sachen verbaut worden. Und hier haben wir nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten. Alter, wenn ihr hier sitzt, ne, du hast so einen geilen Ausblick. Da auch nochmal ein Wasserfall. Also ganz ehrlich, ja, hier würde ich einziehen. Hier würde ich mal ein Apartment nehmen. Ist wahrscheinlich ein bisschen teurer als in München selber. Aber ich, ja, so wie es aussieht, ist es wirklich lohnenswert. Okay, das Stück sieht sehr lange aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das gleich fährt. Weil normalerweise ist so ein langes, gerades Stück, ja gut, du hast hier eine Schraube, aber normalerweise ist so ein langes Stück eher langweilig. Aber ich bin mal gespannt, wie sich das gleich verhält. So, wir gucken uns natürlich hier noch ein bisschen um. Wir schauen hier noch ein bisschen rum. Und hier haben wir ein paar Geschäfte noch und ja, Alter, das erinnert mich so übertrieben gerade an Taron, ne? Ja, ich weiß, Taron ist eine andere Art von Achterbahn. Ja, ich weiß, Taron hat keine Häuser, sondern Felsen, aber du fährst bei Taron diese eine Blue Fire Kurve, nenne ich sie ja immer, diese Blue Fire Kurve an den Felsen entlang. Ist auch fett. An diesen Felsen entlang. Und das erinnert mich gerade so hart daran. Ich weiß, es ist sehr suspekt und sehr abstrakt, aber so ein bisschen, vielleicht kann der ein oder andere das nachvollziehen. Auf jeden Fall, das erinnert mich gerade sehr hart an Taron. Ansonsten, es sieht, oh, Taron, ich würde gerne so gerne damit fahren, aber zurzeit geht der leider nicht. Okay. Wir haben hier auch sehr viele Überschläge, fällt mir mal so auf. Wir haben hier einen Überschlag, da ist nochmal einer, da ist eine Blue Fire Kurve, hier haben wir ein Looping. Boah, ey, das sieht auch ein bisschen, ich weiß, ich habe sehr wilde Fantasien, aber es sieht auch ein bisschen aus wie,
Alle, die jetzt einen Ohrwurm haben, wissen, wovon ich geredet habe. Und Mist, ich werde auch heute Abend damit schlafen. So. Oh, it's a small world. Na, würde ich auch gerne wieder mitfahren. Letztes Mal, als ich im Disneyland war, war leider geschlossen wegen Renovierungsarbeiten. Leider, leider. Ich würde das so gern fahren, aber ne. Ist genauso ein Ohrwurm wie Carnival Festival. Aus Efteling. Wollte ich nur ganz loswerden. So, wir versuchen jetzt mal den Eingang zu finden. Der ist hier. Und ja, dann gehen wir jetzt hier entlang. Es sieht einfach echt super aus. Ich wiederhole mich, weiß ich. Ich wiederhole mich auch sehr gerne. Ich dränge vor, ich habe einen VIP-Pass. Nicht meckern! Ja, ja, ich weiß, du da. Ich hab gesehen, du hast mich verpfiffen. Go, Junge, go! Okay. Okay, wir gehen jetzt weiter. Wieso stehen die jetzt? Hier ist ja noch eine Attraktion. Die wollte ich dir zeigen. Ich hatte im Augenwinkel gesehen, dass hier ein fliegender Teppich vorbeirauschte. Und deswegen habe ich mich jetzt vorgedrängelt, weil ich wollte nur zeigen, ich wollte da gar nicht mitfahren. Ne, das ist hier ein fliegender Teppich, der ist eingebettet in die Attraktion. Okay, wir gehen direkt wieder raus, bevor wir nachher uns verletzen. Ja, so, wir versuchen jetzt mal. Sollte es ruckeln, tut es mir wirklich, wirklich leid. Ich hoffe einfach nicht, dass es jetzt gerade ruckelt. Da haben wir ja auch noch eine Wasserbahn. Ja, also die Wasserbahn hatte ich natürlich auch schon festgestellt. Die fährt hier einmal komplett rum, um die Achterbahn und die Stadt der Träume. Es ist, hier haben wir auch nochmal eine Raftingbahn. Ja, die habe ich natürlich auch gesehen vorher. Ich wusste selbstverständlich, dass hier eine Raftingbahn ist, die unterm Wasser fällt. Ich muss mal ganz kurz gucken, Matthias. So. Hier ist keine Raftingbahn, denn das sind nur Stromschnellen. Also bei Planet Coaster gibt es halt die Möglichkeit, Wasser darzustellen. Also normalerweise wird sowas gehandhabt, wenn du Blueprints hast oder Baupläne, dann verwendest du entweder Raftingbahnen oder normales Wasser kannst du ja nicht verwenden, weil Terraforming ja nicht gespeichert wird. Also nimmst du dann entweder Raftingbahnen, du nimmst, sag mal schnell, wie heißt er nochmal ganz schnell, ich komme wieder nicht auf den Namen, manchmal vergesse ich den schnell und dann ist es bei Kunstformen, was ich natürlich wusste. Kannst du Kunstform nehmen oder Strom, also diese Wassereffekte, ne? Diese drei Möglichkeiten gibt es und ich glaube, da ist, nein, ich bin mir sehr sicher, dass da der Eingang ist und den muss man dann, den läuft man dann, sehr geehrter Herr Cutter, könntest du das bitte rausschneiden, was ich jetzt gerade so sage, also, wo muss man denn hier entlang? Aha, guck mal hier, Alter. Warte mal, ich bin gerade im Gebäude. So, hier ist der Eingang, selbstverständlich. Ja gut, es ist natürlich ein Fehler. Insider kennen diesen Park, Insider wissen auch schon, wie man da hinkommt. Aber ganz ehrlich, das gibt drei Minuspunkte, weil hier kein Schild ist. Ne? Da verläuft man sich schon mal. Und ich wollte jetzt zeigen, wenn man neu im Park ist und noch nie hier war, dann wie man sich verlaufen kann. Ich habe mich natürlich nicht verlaufen. So. Ja, wir gehen jetzt hier entlang und es stehen zum Glück nicht so viele Leute an. Oh, das gefällt mir auch sehr gut. So als Schutzgitter, ne, dass die Leute nicht da runterspringen, falls die irgendwie zu lange warten müssen, finde ich gut. Dann läuft man, oh, hier haben wir auch eine sehr lange Passage. Ich bin mal gespannt, wie sich das gleich verhält. Und ansonsten, hi! Hier steht Ritter Lancelot mit seinem langen... Okay. So, und dann sind wir auch schon da. Nee, sind wir gar nicht. Die Warteschlange schlängt... Oh, man sieht das von hinten aus. Oha, oha, oha. Ey, wartet, 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 Freunde. Ich fahr mit, ne? Moment, ich steig jetzt... Warte mal, ich sag dir mal ganz kurz die... Statistiken, Spaß 6,29, wir haben Nervenkitzel von 4,05, wir haben Übelkeit von 1,17, wir haben eine Fahrdauer von 157,1 Sekunden, Streckenlänge 2790 Meter, Maximalgeschwindigkeit 125 km, Durchschnittsgeschwindigkeit 64 km, tiefster Fall sind 38 Meter. Oh,
Wir fahren sehr lange damit. Okay, pass auf, wir steigen jetzt ein und wir erwischen direkt den richtigen Zug. Das ist sehr gut. Ist es Steampunk-like? Ja, sehr schön. So, ich spule ein bisschen vor, damit wir dann die Startphase... So, es geht los. Oh, Musik. Im ersten Moment habe ich gedacht, Seetang, aber es war eh voll. So sitze ich auch in Achterbahn. Sehr schöne, wirklich sehr, sehr schöne Geschwindigkeit. Boah, Junge, Junge, Junge. Oh, warte. Ich möchte gern mit diesem Zug gleich fahren, aber wir schalten jetzt erstmal in den Nachtmodus. So, einmal in den Nachtmodus, bitte. Oh, jetzt wird mein Rechner. Tschö. Schönen Urlaub. Warst toller Begleiter für 4 Jahre, aber du hast, glaube ich, ausgedient. Junge. Also die Beleuchtung. Boah. Ist on point. Du hast hier, ne, so ein Orange-Weißton. Wie gesagt, so ein Weiß, warm, na, warmweiß ist es nicht direkt. Also das nenne ich als warmweiß, das nenne ich als kaltweiß. Dann haben wir hier ein Gelbweiß. Wir haben hier Blautöne verbaut. Wir haben Lila-Töne vorhin gesehen im Tunnel. Sehr, sehr unterschiedliche Farben, sehr unterschiedliche Lichtquellen. Ne, hier auch so ein Orangeton. Aber es ist sehr, sehr stimmig. Und das ist die Kunst. Und jetzt bin ich einfach mal auf den Nachtmodus gespannt. So, warte. Nein, der ist es nicht. Deswegen mache ich auf Pausenmodus, damit wir ja nicht die Fahrt verpassen. Und es geht los. Ich bin Ihr Schoßnachbar. Da auch blau. So. Jetzt kommt der Lounge. Jetzt kommt der Lounge. Und?
So. Alter Verwalter. Also, sehr gute Geschwindigkeit. Also nicht übertrieben, nicht zu langsam. Überschläge hatte ich so ein bisschen Panik vor, aber die waren wirklich, ja, passend gewählt. Dann Streckenlayout ultra geil, ne? Sehr abwechslungsreich. Ich hatte auch so ein bisschen Panik vor den langen Passagen, aber die waren echt angenehm, weil, ne, du hattest dann einen Überschlag, dann hattest du mal wieder so eine Ruhephase. Fand ich sehr, sehr gut. Den Batman Wing hier finde ich sehr gut gelungen. Es ist natürlich ein Multi-Stil Side-by-Schienen-Coaster. Ich glaube schon, ja. Und nein, also es ist ein Kunstwerk. Es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Es wurde sehr sauber gearbeitet, was ich auch sehr gemocht habe, zum Beispiel, dass du über die Schienen gefahren bist, unter den Schienen, ne? Neben den Schienen her. Diese Überschneidungen fand ich sehr, sehr gut. Und im Großen und Ganzen ist es einfach nur, also von meiner Seite aus, ein Kunstwerk und ich gebe sehr gerne 5 Sterne Deluxe. Solltest du anderer Meinung sein, darfst du mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören. Mr. Combat Wombat hat uns natürlich wieder nicht enttäuscht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!